und herzlich willkommen. Einen schönen Dienstagnachmittag von meiner Seite. Herzlich willkommen zum Webinar zur Themenfindung für VWA und Diplomarbeit. Ganz kurz zusammengefasst, was ist die Young Science Themenplattform? Es ist eine Themenbörse für VWA und Diplomarbeit, wo Schülerinnen sich einfach Themen aus der Wissenschaft holen können. Themen, die sie dann in ihrer eigenen VWA und Diplomarbeit aufgreifen können. Woher kommen diese Themen? Die Themen kommen aus über 1000 aktuellen Forschungsprojekten und werden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus gibt es noch Literatur, Links und ganz fein die Möglichkeit, Forscherinnen und Forscher zu kontaktieren, die Jugendliche dann bei der VWA bzw. Diplomarbeit unterstützen. Also ganz kurz, die Themenplattform ist eine Themenbörse für VWA und Diplomarbeit. Die Themen kommen aus der Wissenschaft, aus aktuellen Forschungsprojekten und es gibt neben diesen Themenvorschlägen Literatur, Links und die Kontaktmöglichkeit zu Forscherinnen und Forschern. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt hier durch eine Menge PowerPoint-Folien schleppen, schauen wir uns einfach diese Themenplattform live im Internet an. Die Young Science Themenplattform ist erreichbar über die Startseite youngscience.at. Oben seht ihr die Menüpunkte und unschwer zu erraten, unter VWA und Diplomarbeit gibt es eben die Unterstützung für Schülerinnen und Schüler im Zuge der VWA und Diplomarbeit. Das erscheint irgendwie logisch, darum haben wir es auch so benannt und so gewählt. Da klickt man einfach mal drauf auf VWA und Diplomarbeit. Ja, was sehen wir jetzt hier? Wir sind jetzt auf der Startseite der Young Science Themenplattform für VWA und Diplomarbeit. Ich habe vorhin bereits erwähnt, auf dieser Plattform präsentieren sich über 1000 Forschungsprojekte und geben angelehnt an dieses Forschungsprojekt Anregungen für eine VWA oder Diplomarbeit. Diese 1000 verschiedenen Forschungsprojekte muss man ja auch ein bisschen sortieren und filtern können und darum haben wir hier auf der linken Seite die Filtermöglichkeiten. Da gibt es einerseits die Stichwortsuche, andererseits die Dropdown-Menüs, wo man nach Wissenschaftsbereichen und Themengebieten die Themen und Forschungsprojekte filtern kann. Und hier, wenn man dann auf Suche klickt, erhält man dann die Liste an passenden Forschungsprojekten. Bevor das jetzt alles zu abstrakt wird, würde ich mal vorschlagen, wir starten einfach mal mit der Stichwortsuche und ich habe da einen Liebling an Themen, nämlich das Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus. Ich habe dann hier auf Suchen geklickt, geht auch mit der Enter-Taste. Und schon kommt hier das Forschungsprojekt der Universität Wien. Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Universität Wien 1938. Das ist jetzt ein Forschungsprojekt aus dem geschichtswissenschaftlichen Bereich, sage ich mal. Wir haben aber, wie wir hier gesehen haben, auch eine Menge andere Wissenschaftsbereiche. Jetzt schauen wir uns aber mal dieses Gedenkbuch an und dazu klicke ich einfach hier drauf und sehe dann, es öffnet sich ein sogenanntes Themenblatt. Das ist eben der große, große Inhalt für die Schülerinnen und Schüler zu diesem Forschungsprojekt. Wir haben oben den Titel des Forschungsprojekts und dann eine Kurzbeschreibung zu dem jeweiligen Forschungsprojekt. Markiere ich jetzt auch ganz kurz blau. Diese Kurzbeschreibung des Forschungsprojekts, da bitten wir die Wissenschaftlerinnen, die uns diese Themen zukommen, dass sie sich immer einfach und kurz halten, sodass auch ein Laie relativ schnell und relativ einfach in dieses Themengebiet eintauchen kann. Das heißt, diese Kurzbeschreibungen zu den Forschungsprojekten sind immer für Schülerinnen und Schüler ideal hergerichtet. Anschließend gibt es immer einen Link zum Forschungsprojekt. Ich klicke da jetzt auch einmal drauf. In diesem Fall eben zum Forschungsprojekt Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Universität Wien 1938. Das ist im Grunde eine riesengroße Datenbank, wo man sich Bibliografiearbeiten zu verschiedenen Opfern eben raussuchen kann. Und eignet sich wunderbar
für eine eigene Arbeit im Bereich Geschichtswissenschaft oder Geschichte. Ja, und hier haben wir auch schon die Themenanregungen für VWA und Diplomarbeit. Das sind eben so Inputs von den Wissenschaftlerinnen, welche Themen man ausgehend von diesem Forschungsprojekt in einer VWA behandeln kann. In diesem Fall, Thema Geschichte, ist es vielleicht wirklich so, dass es sich eher für die VWA eignet und nicht so sehr für Diplomarbeiten. Wir werden aber später sehen, es gibt auch viele technische Themen, die die Diplomarbeiten und die BHS wahrscheinlich eher ansprechen. Und darunter, ich habe es bereits erwähnt, gibt es immer einen Haufen Einstiegsliteratur für Schülerinnen für dieses Thema. Die Einstiegsliteratur möchte ich wirklich explizit als ganz besonders lässig herausheben, weil wer schon mal an einer Uni, an einer Bibliothek war und geschaut hat, wie viele Bücher es da gibt, der wird schnell mal verzweifeln und draufkommen, hä, an dieser Bibliothek und zu dem Thema gibt es richtig viele Bücher, richtig viele Zeitschriften. Ich habe mich jetzt nochmal dazugeschalten, weil mir das ein persönliches Anliegen ist. Ich habe selber studiert und die Hälfte von meinen Arbeiten war immer, die Hälfte der Zeit, die ich für meine Arbeiten verschwendet habe, ist immer draufgegangen für die Suche nach geeigneter Literatur. Und hier eben auf der Seite hat man diese Riesenlisten an quasi vorselektierter Literatur, die von Wissenschaftlerinnen schon ausgewählt wurde, die seriös ist und die man in VWAs und Diplomarbeitsprojekten verwenden kann. Das heißt, es ist nicht nur eine Riesenhilfe, es ist nicht nur eine tolle Unterstützung zur VWA selbst, sondern es ist für die Schüler, für euch, auch wirklich einfach ein Riesenzeitersparnis, wenn man hier schon top hergerichtete Literatur einfach nehmen kann, die von Wissenschaftlerinnen empfohlen wurde und wird. Das heißt, da kann man sich auch sicher sein, dass das aktuelle und seriöse und gute Literatur ist. Möchte ich euch nur ans Herz legen, wirklich die Einstiegsliteratur zu den Themen auch zu verwenden, auch wenn man vielleicht ein anderes Thema oder wenn man sein Thema nicht über die Themenplattform gewählt hat, einfach reinschauen, in dieser Literatur, in diesen Literaturlisten wühlen und einfach den Benefit von dieser Themenplattform rausholen. Ja, und ich habe es vorhin bereits erwähnt, es bieten sich auch die Wissenschaftlerinnen an, dass sie Unterstützung leisten, die über diese Auflistung an Literatur etc. hinausgeht. Und das passiert hier, indem die Wissenschaftler ganz einfach die Kontaktmöglichkeiten angegeben haben und wirklich dazu bereitstehen, die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Auch hier nochmal der Aufruf, die Wissenschaftlerinnen haben sich dazu bereit erklärt, hier Schüler zu unterstützen, Jugendlichen bei der Arbeit helfen, zur Seite zu stehen. Wirklich nutzt die Möglichkeit aus, schreibt den Wissenschaftlerinnen einfach eine E-Mail. Was Schlimmeres als nicht zurückschreiben können sie eh nicht. Von daher, die stehen dazu zur Verfügung, die wollen, dass Schülerinnen sie kontaktieren. Einfach das Angebot nutzen und so frech sein und die Schüler, die Wissenschaftler anschreiben. Ja, das ist also ein Themenblatt. Ich wiederhole nochmal, ich mache vielleicht ein bisschen kleiner, dass man alles auf einer Seite sieht. Wir haben den Titel des Forschungsprojekts. Wir haben die Kurzbeschreibung des Forschungsprojekts. Wir haben immer einen Link zum Forschungsprojekt direkt hin, wo man auch noch weitere Informationen rausholen kann. Wir haben Themenanregungen, welche Themen man ausgehend von diesem Forschungsprojekt in einer VWA verwenden oder auffassen kann. Und wir haben Einstiegsliteratur, hier besonders lange Liste, die von Wissenschaftlern schon vorselektiert wurde. Und wir haben die Kontaktmöglichkeit direkt zu den Forscherinnen und Forscherinnen hin. Gut, vielleicht schauen wir uns noch in aller Kürze ein weiteres Themenblatt an. Vielleicht gehen wir, machen wir nochmal ein geisteswissenschaftliches. Ihr seht, sobald man einen Wissenschaftsbereich auswählt, öffnet sich ein Fachgebiet. Diese ganzen Themenblätter sind in drei Stufen unterteilt. Genau, gehen wir einfach mal auf Deutsch und klicken auf die Suche. Und dann schauen wir uns einfach, schauen wir uns den Atlas der deutschen Alltagssprache an, weil es ein recht lustiges Projekt ist. Wir haben hier wieder eine Kurzbeschreibung. Wir haben hier wieder einen Link
zu dem Forschungsprojekt. Vielleicht ganz kurz, um was geht es in diesem Forschungsprojekt? Es geht darum, dass dieses Forschungsteam der Uni Salzburg eben die deutsche Alltagssprache ein bisschen einordnen will und herausfinden will, wo man wie. Und eben dieses Forschungsprojekt wird hier beschrieben. Es gibt den Link hin und es gibt Themenanregungen, was man ausgehend von diesem Forschungsprojekt in einer VWA oder Diplomarbeit aufgreifen kann. Und auch hier gibt es wieder schöne Einstiegsliteratur, die gerade für Schülerinnen ideal ist, weil es so ein Einstieg ins Themengebiet sein soll und sein kann. Vielen Dank für die nächste Frage. Ich greife jetzt einfach gleich auf, weil ich gerade bei Fragen bin. Die Frage ist, ich möchte für alle vorlesen, können wirklich alle beliebigen Themen bei euch nachgelesen werden? Also natürlich haben wir nicht alle beliebigen Themen, die es gibt in unserer Datenbank, aber wir haben, so gut es geht, die meisten oder viele der österreichischen oder der Wissenschaftsbereiche, die in Österreich behandelt werden, abgebildet. Wir sind auch ständig auf der Suche nach neuen Themen und neuen Forschungsprojekten, die sich auf unserer Plattform vorstellen. Wenn es von eurer Seite, so wie jetzt gerade Astrophysik, Anregungen gibt, welche Themen oder welche Forschungsprojekte eurer Meinung nach zu wenig repräsentiert sind auf der Seite, dann einfach uns schreiben, dann einfach eine E-Mail schreiben. Ihr hättet gern vielleicht da und da ein Forschungsprojekt. Wir werden uns damit bemühen, dass sich Wissenschaftler aus diesem Forschungsbereich auf unserer Plattform präsentieren, damit wir hier wirklich sämtliche Forschungsbereiche Österreichs abgebildet haben. Oder auch sämtliche Interessensgebiete, die es von eurer Seite gibt. Einfach fragen, einfach schreiben. Fragen kostet ja nichts an dieser Stelle. Ja, dann so viel zur Themenplattform mal an sich. Ich möchte noch ganz kurz vorstellen, vorausgesetzt, ihr findet hier ein Thema für die eigene VWA und die Diplomarbeit, dann gibt es bei uns auch die Möglichkeit eines Zertifikats bzw. einer Auszeichnung. Das heißt, man findet hier ein Thema, man meldet sich an und man erhält dann, wenn man die Arbeit hochgeladen hat, ein Zertifikat auf Deutsch und Englisch. Das mache ich mal ganz kurz auf. Sieht dann so aus. Das ist schön. Da ist schön das Logo des Bundesministeriums drauf. Das heißt, man kann hier wirklich ein Dokument vorweisen, dass man sich mit wissenschaftlichen Fragestellungen in der VWA bzw. Diplomarbeit beschäftigt hat. Das Ganze gibt es noch natürlich auf Englisch und lässt sich ideal Bewerbungen für Auslandssemester, für Praktika etc. beilegen. Das zeigt aber von einem gewissen Engagement, dass man sich bemüht hat und dass man sich auf interessante Fragestellungen eingelassen hat. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit der Auszeichnung für inspirierende Arbeiten. Ganz kurz zur Erklärung. Wenn ihr ein Thema gefunden habt auf der Plattform und die Arbeit hochlädt, dann bekommt ihr nicht nur das Zertifikat, sondern die betreffende Person aus der Wissenschaft erhält auch eure Arbeit zu lesen und kann euch direkt rückmelden, wie er oder sie die Arbeit gefunden hat. Darüber hinaus kann der Wissenschaftler aber auch uns, dem Young Science Zentrum, rückmelden, hey, diese Arbeit, die hat wirklich einen inspirierenden Input gehabt, die hat mich für die eigene Forschungsarbeit auf neue Ideen gebracht, einfach einen neuen Blickwinkel ermöglicht. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die Wissenschaftlerin, der Wissenschaftler euch oder die Schülerin, die betreffende Schülerin nominiert für eine Auszeichnung und dann gibt es vom Young Science Zentrum eine tolle Auszeichnung, eine Einladung nach Wien, zu einem Kongress oder was auch immer, einen Geschenkkorb etc. Wir lassen uns da immer was Neues einfallen. Es gab im Vorjahr schon eine super Auszeichnung, die hat sich sehr gefreut und da hat sich auch der Kontakt ergeben zwischen Schülerin und Forscherin, die dann später auch vielleicht bei der Uni miteinander arbeiten werden. So viel nur am Rande zur Themenplattform. Also es ist nicht nur da, dass man ein Thema findet, sondern auch, dass man ein Zertifikat und noch eine Auszeichnung erhält. Kann man sich einfach durchklicken, je nachdem, was für ein Thema zu einem passt, einfach anschauen, welche Ausschreibungen und welche Preise und welche Förderungen es gerade gibt. Ja, dann noch ganz kurz Infos kurz zum Kompakt. Das sind einfach ganz, ganz übersichtlich hier auch eine PDF-Datei.
welche anderen Unterstützungsangebote es noch gibt zur VWA und Diplomarbeit. Ich möchte hier vielleicht auf ein, zwei eingehen, suche mal was raus. Ja genau, zum Beispiel Reife Leistung ist ein Angebot vom Klimabündnis Österreich für Schülerinnen und Schüler, die vielleicht im Rahmen ihrer VWA auf Klima und damit einhergehende Fragestellungen eingehen wollen. Was bieten die jetzt für Schülerinnen und Schüler? Die bieten einerseits persönliche Beratung, dann Schulworkshops, dann gibt es auch einen Klima-Award, das heißt, es gibt eine Prämierung für VWAs und Diplomarbeiten, die sich um diesen Themenkomplex Klima, Energie, Klimaschutz etc. befassen. Gibt es immerhin 300 € zu gewinnen, für Gruppenarbeiten bis zu 600 €. Vielleicht schauen wir uns dann auch noch die Unterstützung an von der C3. Bibliothek, das ist die Bibliothek für Entwicklungspolitik in Wien. Die bietet einerseits inhaltliche Unterstützung bei Literaturrecherche, das heißt, wie funktioniert ein Bibliothekskatalog, wie kann ich gute von schlechteren Quellen unterscheiden, etc. Dann kann man da auch Bücher kostenlos ausnutzen, das heißt, das ganze Angebot der Bibliothek kostenlos nutzen. Es gibt individuelle Schulungen, Recherchearbeiten, es gibt Themensheets, das heißt auch wieder Vorschläge, was man in einer VWA beantworten kann, bearbeiten kann. Und dann gibt es auch hier den C3 Award, das heißt eine oder mehrere herausragende VWAs oder Diplomarbeiten, die einen Bezug zu den Inhalten dieser Bibliothek haben, werden ausgezeichnet. Ich habe jetzt wahllos einfach zwei von diesen wirklich fast unzähligen oder sehr vielen Unterstützungsangeboten rausgesucht. Einfach selber durchschauen, selber durchklicken, was persönlich am besten zu einem passt. Ja, ein ganz besonderes Feature möchte ich jetzt am Ende noch vorstellen. Wenn man vielleicht am Anfang von einer VWA oder Diplomarbeit steht, dann hat man noch nicht so die ganz genaue Ahnung, wie so eine VWA später eigentlich ausschauen kann. Für solche Fälle haben wir hier vier mit sehr gut bewertete VWAs auf der Themenplattform vorbereitet. Drei davon sind auch mit dem Ökolog-Fachpreis, wo man natürlich auch einreichen kann, ausgezeichnet worden. Bei einer Schule oder bei einer VWA, die da unten, da hat sich eine Lehrerin gemeldet, die gesagt hat, hey, die Arbeit ist so gut, kann man die nicht irgendwie auf eurer Plattform, auf eurer Seite präsentieren? Und wir haben gesagt, ja, sicher, machen wir. Und das dient einfach nur für Schülerinnen und Schüler dazu, sich einfach mal zu vergegenwärtigen, wie kann denn so eine VWA ausschauen, wie kann die aufgebaut sein, wie kann eine sehr gute VWA einfach ausschauen. Möchte ich jetzt nicht in Detail drauf eingehen, sondern einfach nur die Möglichkeit euch eröffnen, hier Idealbeispiele von VWAs und auch einer Diplomarbeit einfach einzusehen, um mal so Ahnung zu erhalten, wie kann denn so eine VWA oder Diplomarbeit ausschauen. Ja, für BHS-Schüler, ich habe bei der Anmeldung gesehen, es sind noch einige Schüler von der BHS dabei oder Lehrpersonen, da stellt sich ja am Anfang immer die Frage, wie finde ich denn einen Projektaufgeber für meine Arbeit? Und auch hierzu gibt es diese ganzen Wissenschaftler, die sich auf der Themenplattform vorstellen und präsentieren, die können natürlich auch als Projektauftraggeber dienen, weil sie Schülerinnen unterstützen möchten bei einer VWA und Diplomarbeit und somit hier ideal angeschrieben werden können als Projektauftraggeber. Ja, ich schaue jetzt nochmal kurz, ich habe mich mit der Kamera, wie ihr seht, wieder zugeschalten. Ich schaue jetzt nochmal kurz in den Fragebereich, ob es da vielleicht Fragen gibt, die ich für alle beantworten kann. Ja, eine Frage, bekommt man beim C3 Award einen Preis? Ja, bekommt man. Es gibt, wie gesagt, 300 € für VWAs und 600 € für Diplomarbeiten. Eine Frage, gibt es Themen, über die man nicht schreiben darf? Also, wenn es jetzt irgendwie eine moralische Frage ist, einfach mit dem Lehrer ausmachen, wenn es da Bedenken gibt. Von unserer Seite her kann man eigentlich über alles schreiben und es ist ja auch jedes Thema, wenn man es gut behandelt, spannend.
Ich habe wirklich vielen Dank für die zahlreichen Fragen heute. Es ist nach unten die Frage gegangen, ob es Literatur aus der Mathematik gibt. Da würde ich ganz kurz nochmal in unsere Suchmaske reingehen. Und dann klicke ich auf Naturwissenschaften und Mathematik. Und sehe, dass ich hier 21 verschiedene Forschungsprojekte auf unserer Plattform präsentieren. Und ich klicke jetzt einfach mal, weil ich Pyramiden gelesen habe und das spannend finde, die Mathematik und der Zusammenhang mit den Pyramiden. Ja, also man sieht auch hier Einstiegsliteratur speziell zu diesem Thema. Also wir haben wirklich zu jedem Thema Literatur und Wissenschaftler, die einem da weiterhelfen. Ja, der letzte Hinweis noch auf eine Frage eingehen. Gibt es Personal, an das man sich bei konkreten Fragen wenden kann? Also alles zu dem, was ihr jetzt gehört habt, einfach an youngscience@uad.at wenden. Wir versuchen da möglichst gut und möglichst schnell immer Auskunft zu geben, euch vielleicht theoretisch an andere Stellen weitervermitteln, die sich vielleicht besser auskennen. Aber wirklich nutzt uns auch als Unterstützungsportal, als Hilfestellung zur VWA und Diplomarbeit, wo ihr euch mit Fragen daran wenden könnt. Und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, den Schülerinnen und Schülern, die uns zugehört haben, viel Erfolg für die VWA und ich hoffe, dass alle erfolgreich die Abschlussarbeit beschließen können und sage vielen Dank für die Teilnahme und noch einen schönen Nachmittag. Baba, ciao!